gerade fertig mit dem Slalomtraining und gibt es Kaffee. Sorry Wendy, jetzt ist gerade ganz schlechtes Timing. Ich wieder am Start von der Abfahrt, WM-Abfahrt. Nein, wirklich? Aber du hast doch den ganzen Sommer nicht trainiert. Ja, ich weiß, ich hätte mehr trainieren sollen, aber es geht schon. Okay, in dem Fall viel Glück, machst du schon. Danke vielmals. Also, los geht's. WM-Abfahrt 2023. Raketenmäßiger Start, brauchen wir da. Den richtig gut gleiten. Da bleibt man links von der Schläge. Abfahrt auf den ersten Sprung. Bastangles. 25 Meter. Das ist das herrlich zu fahren. Richtig guter Schnee. Ich wünsche dir heute noch ein paar Tipps von den Athletinnen, wie man da am besten draufkommt. Also Tina, jetzt kommen wir zu dem Doppel, die Wellen vorher noch ganz gut schlucken. Nachher bist du 2 Meter weg und dann voll draufstehen, gehen mit den Wellen arbeiten. Okay. Gerade vorne fahren, kommt ein blindes Tor und dann schnell auf den rechten Ski gut mitgehen. Nach vorne fahren, ja nicht auf den Grab führen und nachher einfach die Richtung nehmen und das Doppel auch voll abschließen fahren und dort ist es. Haha, ja. Boah, das ist ein super Tipp, sehr danke vielmals. Das ist jetzt ganz gut aufgegangen. Achtung, wichtige Kurve. Das springt immer relativ weit. Und jetzt? Also Tina, geduldig führen fahren und nicht schnell auf den linken Fuß. Fein bleiben mit diesen Wellen, super mitgehen. Und achte, die letzte Welle noch mal super mitgehen für dich. Und dann sofort mit der ganzen Kraft, die du hast, auf den rechten Fuß und durchziehen. Ja, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht gewesen. Los Tina, bei der Banane vor dem Steilhang kannst du direkt fahren. Dann kommt das blinde Tor, dort kannst du sehr mutig sein und ihr Hockey fahren. Okay. Boah, ist das schnell. Im Zielhang liegt noch mal so viel drin. Da spürst du schon bei, aber da kann man sehr viel ihr Hockey fahren. Go, go, go. Danke vielmals für eure Tipps. Zack, über die Linie. Oh, das ist jetzt gar nicht mal so schlecht gewesen. Ganz eine schwierige Abfahrt. Zum Schnellsein, man muss alles treffen. Aber mit unseren Athleten haben sie im Griff. Das habe ich den Tipps schon angemerkt. Viel Glück.